dabei zuhören! Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren, Freunde, Familie an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Für die Sache! Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Karl, ich bin Mari Kosan. Und das ist Commander Choysik. Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choysik sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Schiff. Für die Sache. Du kennst Tarful? Er gehörte zu Tarfuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Seine Rettung war für Tarful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Choysik hilft dir, Tarful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viel unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. Okay. Können wir irgendwo speichern? Was können wir denn hier überbrücken? Und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv, was? Hey, danke. Für alles. Gute Arbeit, BD. Das Ding da oben komme ich trotzdem nicht an. Achso, hier haben wir jetzt erstmal alles erledigt und der muss jetzt erstmal nach dem Kollegen Ausschau halten. So, das heißt schon wieder ein neuer Planet. Oder mal sehen, was sie sagen, wenn ich auf der Mantis bin. Ja, ist gut. Gerade kam eine verschlüsselte Nachricht rein. Von Thor? Von meinem Vater. Meine Tochter ist auf Chandrilla. Sie ist sicher. Das ist wunderbar.
Das ist die beste Nachricht, seit ich hier angekommen bin. Trotzdem, es ist schwer, weil sie so weit weg ist. Geht's hier noch hin? Ja, gar nicht, ne? Hey, Seer. Gut. Du bist unversehrt zurück. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tafel nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Er sagt nichts. Mario und Schausek schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tafel nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. Danke. Jetzt pflanzen wir erstmal den komischen Samen da ein. Hey Kleiner, danke für die Samen, aber ich habe in meinem Terrarium noch viel Platz. Also raus mit dir und bring mir mehr von dem Zeug. Klar, Grease, was immer du sagst. So, was haben wir da noch offen? Ich glaube, ich nehme jetzt mal die verbesserten Stims. Ich schluck nämlich immer ganz schön viel, um da mein Leben aufzufüllen. Bist du bereit? Nach Sefo wieder. Okay, warte. Zurück nach Sefo, hä? Das Imperium fand vielleicht ein Sefo-Grab. Uns bleibt keine Zeit. Ah, schade. Einer von Sors Kämpfern sprach von einem wichtigen Spiel. Ein paar Credits würden uns nicht schaden. Glücksspiel? Denken Sie nach, Grease. Irgendwann wird diese Haxion-Brut Sie doch noch erwischen. Diese Typen? Die höre ich aus einem Parsec Entfernung. Das fehlte noch, dass Ihre Spielsucht uns in Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt. Stimmt ja, Sie haben recht. Ich will nur hin und wieder etwas Stress abbauen, verstehen Sie? Aber das liegt alles hinter mir. Es wird sicher kein Problem geben. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Liegt eine lange Reise. Wo musst du hin? Da hinten. Da gibt's auch irgendwas Grünes. Ach so, ich habe jetzt irgendwelche Heckerei freigeschaltet, ne? Mehr freigeschaltet hier unten. Okay, das heißt, wo muss ich hin? Da drüben. Komme ich da hier unten lang, wenn ich da lang gehe?
über den Fahrstuhl. Versuchen wir hier rechts mit dem Fahrstuhl. Liegt eine lange Reise. Diese alten Gräber sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu finden sind. Nimm die Herausforderung an. Das sehe ich. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir erreichen wollen. Das habe ich immer. Seit ich ein Jüngling war, vertraute ich der Macht. Moment. Die Heimatwelt der Sepho. Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Einige Male hat er mich mitgenommen. Das war lehrreich. Glaubt er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit keine Zukunft. Okay. Keine Sturmtruppen. Die suchen jetzt bestimmt nach dem Grab. Gut. Aber die Höhlen werden voll von ihnen sein. Ich werde versuchen, ihre Bewegungen zu überwachen. Irgendwas stimmt hier nicht. Das Imperium weicht nicht zurück. Ich weiß. Ich spüre es auch. Passt auf euch auf, ja? Du auch. Ach so, runter muss ich wieder rutschen. Oh. Nach allem, was wir schon gemacht haben? Oh Mann. Ich hasse es. Hier rechts muss ich hoch. Zu dem Fahrstuhl. Ich befürchte, ich musste trotzdem. Da oben, weil ich da nicht rüberkomme. Oh, hier kann ich mal. Oh, theoretisch. Jetzt. Hör mal auf, du scheiß Mistvieh. Meine Fresse. Was drin? Neues Lichtschwert, mein Herr. Jetzt von hier aus weiter. Ja.
Sieht aber gut aus. Da drüben komme ich natürlich so nicht hin. Oder? Ach, da drüben müsste ich hochklettern können. Nervenkitzel. Gehen wir, BD. So. Das heißt jetzt da oben lang und dann darüber. Wirklich großartig, BD. Was? Wo war er denn jetzt gerade? Wollte wieder irgendwas scannen, oder? Und schon wieder Fahrstuhl irgendwo im Berg. Wir kommen der Sache näher. Schon vorhin gespürt. Es ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Jetzt hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das ist sogar heißt nichts Gutes. Ja, vermutlich ein Sith, oder? Kann das sein? Irgendwer von der Inquisition.
was denn, wenn das Ding wieder oben ist? Wir machen das mal so. Jetzt aber. Mich doch ja drücken. Junge. Vielleicht werde ich aber auch deine Verteidigung besprechen können. Bereit für eine Seilrutsche? Mit dem Motor müsste es gehen. Ach, wie ist das denn? Kann ich die Seilrutsche noch wieder hochfahren, vermutlich. Achso, das heißt, wenn ich zurückgehe, irgendwo da wird der Seilrutsche nach oben fahren. So, da hinten geht's nicht weiter, so wie es aussieht. Die Frage ist, wo muss ich? Ich sehe dich. Kämpfe gegen mich, Verräter. Meine Hand wird nicht schwächer. Du musst dich schon mehr anstrengen. Abschaum. Bald wirst du scheitern.
Solange ich später scheitere als er, ist es okay. Da komme ich nicht mehr frei. Ach doch, guck mal, hier vielleicht. In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. Hier geht's nicht weiter, oder? Nein. Ach, hier rechts. Moment. Okay, das brauche ich wahrscheinlich dann, wenn ich das hier freischalten kann. Als nächstes will ich tatsächlich die Gruppenverlangsamung haben. Das heißt, wir müssen dann noch mal kurz, oder was heißt kurz, noch auf einen Fähigkeitenpunkt warten.